zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC, live von der Intake. Wir befinden uns auf dem Stand von Citizen und rechts neben mir der Herr Gerstmann, der sich ein bisschen Zeit für uns genommen hat, um mit uns über Innovationen zu sprechen und, sagen wir mal, zukunftsweisende Ausrichtungen. Und würde das Wort bzw. die Frage direkt mal an Sie richten, Herr Gerstmann. Was haben Sie uns heute hier auf der Intake mitgebracht und was gibt es für Ausblicke vielleicht für die nächste Zeit oder die nächsten Jahre? Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag an alle Hörer und Zuschauer. Ja, wir befinden uns hier gerade im Moment auf unserem Stand von Citizen Machinery Europe. Wir haben hier zwei Langdreher mitgebracht auf die Intake und einen Kurzdreher. Wir stehen aktuell vor unserem neuesten Modell, der L2012. Wir haben einen klassischen Langdreher hier stehen, bis Durchlass 20 mm. Ist eigentlich einer unserer Bestseller, geht eigentlich durch alle Branchen durch. Also wir haben sowohl die Automobilbranche als auch die Mikrobearbeitung, wir haben die Uhrenindustrie, wir haben die Medizintechnik. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt, was auch die Industrie... Das ist sehr spannend natürlich, was hier ist. Vor allem interessant für alle da draußen. Also ich bin auch großer Uhrenfan, deswegen sehr, sehr cool. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir, sage ich mal, wenn eine Branche gerade etwas schwankt, sage ich mal, wir das dann mit anderen kompensieren können, ganz genau, ja. Und was wir natürlich jetzt zukunftsweisend auch natürlich mitgebracht haben, ist unsere eigene Automationslösung. Die sehen wir hier nebenan. Ist komplett customized bei Citizen in Deutschland. Und der Vorteil an dieser Lösung ist, dass sie modular aufgebaut ist. Wir haben vier verschiedene Add-on-Möglichkeiten. Wir sind super flexibel, wir können diese Automation an all unsere Maschinen platzieren, okay, und hoffen natürlich auch mit so einer Lösung so ein bisschen dem Fachkräftemangel natürlich noch ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, also vor allem, wenn wir so einen Blick auf gerade Herausforderungen auf den Markt zu werfen, Fachkräftemangel haben wir jetzt schon sehr, sehr oft hier auf der Messe gehört, dass man dem entgegenwirken möchte und muss, aber auch Effizienz- und Produktivitätssteigerung, um da vielleicht nachhaltig und sinnvoll arbeiten zu können. Und ich glaube, dass gerade dann Automationslösungen gerade in den Fokus rücken. Deswegen umso spannender, dass es, wenn ich richtig verstehe, es möglich ist, euer modulares System an jede eurer Maschinen dran zu packen. Ist das richtig? Exakt, genau. Also man sieht da jetzt hier auch, die Automation ist nicht wirklich mit unserer Maschine verbunden. Wir haben natürlich hier ein paar kleinere Applikationen dran bauen müssen, damit dann irgendwann der Roboter natürlich reagiert, wenn das Teil ausgespuckt wird. Aber nichtsdestotrotz, wir können diesen Aufbau an tatsächlich all unseren knapp über 40 Maschinen platzieren. Wahnsinn. Integrieren, ja. Und was ich besonders spannend finde, wenn wir über Herausforderungen sprechen, eure Möglichkeit auch sehr kundenspezifisch zu arbeiten. Also die Maschinen, wenn ich es richtig verstehe, kommen aus Japan und hier werden die nochmal an den Kunden angepasst. Das mit den modularen Systemen, also wenn die Kunden da draußen sind und sich die Frage stellen, passt das überhaupt für mich oder kann das für meine Anwendungszwecke benutzt werden, kommt von euch das Angebot, hey, wir bieten euch die 360-Grad-Lösung und können sehr individuell Lösungen schaffen, um Kundenwünsche zu erfüllen. Ganz genau, wir hinterfragen grundsätzlich natürlich auch bei jedem Projekt individuell, was die Herausforderungen sind beim Kunden, was die Wünsche sind beim Kunden natürlich auch und versuchen dann als Komplettlösung natürlich im besten Fall eben so eine Kombination an den Kunden zu bringen und den Kunden dann natürlich auch damit glücklich zu machen. Und wie gesagt, wir haben natürlich hier über das Lasern, über das Messen, über das Palettieren, zum Beispiel jetzt bei so einer Lösung, super viele Möglichkeiten, wo man dann eben auch Dreischicht oder über die Nacht zum Beispiel einfach die Maschine laufen lassen kann, autark, ohne dass letzten Endes irgendjemand eingreifen muss. Ja, also können wir, wenn wir, sagen wir mal, den Blick auf die nächsten Messen, wie zum Beispiel die EMO und die zukunftsweisenden Jahre in der nächsten Zeit sprechen, dass das ein Hauptfokus ist, den ihr mit Citizen auf jeden Fall verfolgen wollt? Absolut, wir wollen den Bereich definitiv noch ausweiten. Es gibt noch weitere Entwicklungen, die in der Pipeline sind, die wir auf der EMO vorstellen werden. Oh, spannend, sehr gut. Es werden auch neue Maschinen aus Japan kommen, auch komplett neue Entwicklungen, also jetzt nicht irgendwelche, sage ich mal, neuere Versionen von einer bestehenden Maschine, sondern wirklich neue Maschinen, die es so bisher noch gar nicht bei uns im Produktportfolio gab. Spannend, ja, cool. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir damit noch ein paar mehr Kunden ansprechen können und wundervoll. Dann dürfen wir auf jeden Fall ganz gespannt sein, was es auf der EMO Neues zu entdecken gibt. Ja. Hier haben wir schon einen super coolen, tiefen Einblick bekommen und hoffen, dass wir euch draußen ein bisschen neugierig machen konnten. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr für die Zeit und wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg hier auf der Intake. Vielen Dank für den Besuch. Danke. Danke.